Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern hier aus deinem Grab, aus Hundsgrab. Ich stehe hier vor dem Hotel der Heimkehrer, hat jetzt auch endlich einen Namen, Hotel der Heimkehrer heißt es, und begrüße neue Bürger von Hundsgrab, zumindest ein richtig neuer Bürger, nämlich den Dröge 235. Der ist neu in Hundsgrab und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Viel Spaß hier und in der Community. Und den Kai K., der schreibt, oh, ich bin schon länger dabei, ich bin schon ganz lange Mitglied und gucke ganz, ganz lange deine Videos. Du hast aber bis jetzt noch nicht lange geschrieben, also lange auch nicht, noch nicht viel geschrieben und deshalb bist du mir nie so aufgefallen. Das ist ja immer so, da kommen Leute dazu, man sieht das auch nicht immer sofort. Und bei den beiden ist mir auch aufgefallen, dass ich auf eure Kommentare leider nicht direkt antworten kann. Da ist überhaupt kein Antwort-Button für mich drunter. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass ihr das vielleicht gesperrt habt in euren Funktionen. Ich weiß es nicht. Und den Aioli Metz, den habe ich letztes Mal falsch ausgesprochen. Ich hoffe diesmal richtig. An der Optik des Hotels der Heimkehrer hat sich auch noch ein bisschen was verändert. Ganz geringfügig. Ihr seht die beiden Dächer, die sind jetzt mit Lehmziegelstein gedeckt und da oben ist noch, oh, da oben ist immer noch Erde drin, ne? Das ist natürlich falsch. Und das ist wieder ein neues Lied hier von dem Jason Saw. Ich finde die Musik von denen ganz cool, meistens so Akustik-Gitarre-Musik. Könnt ihr ja auch mal sagen, ob euch das gefällt oder ob ich da lieber nicht zu viel von reinnehmen soll. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Sandstein und Holz, aber welche Sorte von Holz, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Denn der Delfin hat da geschrieben, Mensch, nimm nicht zu viel Stein und im Keller, das wirkt so kalt. Hat er recht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Glas. Warte mal, wir haben ganz, ganz viel Glasscheiben. 28 sollten aber reichen. Denn da oben, habt ihr vielleicht gesehen eben, da ist immer noch Erde drin in den Fenstern. Das geht natürlich gar nicht. Eingerichtet ist hier auch noch nicht viel, aber die Leute fühlen sich hier schon langsam drin wohl. Sehr spartanisch halt, ne? Hier müssen überall noch Betten rein und natürlich muss auch das Restaurant bzw. der Speisesaal noch innen rein. Und dann sollen diese Suiten hier oder die, oh guck mal, hier fehlen auch noch die Fenster. Die Zimmer, die sollen dann natürlich alle einzelnen Namen kriegen. Und im Anbetracht der Krankheiten, die alle hier mit angeschleppt haben, dachte ich vielleicht, eine sehr gute Geschäftsidee, man könnte ja die Zimmer, den Zimmern Namen von berühmten Krankheiten geben. Ne? Hier Pestbeulen-Suite zum Beispiel. Oder kleine Jammerkammer. Na, Jammerkammer. Jammer ist ja keine Krankheit, sondern eher ein Aggregatzustand. Wir machen hier mal Scheiben rein, nicht, dass nur einer runterspringt. Oder die Erde rausgräbt und dann runterspringt. Hier könnte zum Beispiel ein schöner ITV hin, ne? Das wäre so ein Zimmer mit ITV. Natürlich äußerst teuer. Und das ist sowieso hier die teuerste Suite. Mit einem riesigen Blick ins Dachgebälk, was natürlich hier aus Stein ist. Vielleicht sollten wir tatsächlich da unten Birkenholz verbauen, aber das ist sehr hell. Ne? Birkenholz ist sehr hell. Vielleicht verbauen wir auch normales Eichenholz. Wir gucken mal, was wir da haben. Na, die teuerste Suite gemietet hier, werte Dame. Naja, wer einen Smaragd am Hals trägt, der kann sich auch schon mal eine Suite leisten. Sie sind ja auch sehr sweet. Oh ja, jetzt dreht sie voll durch. Ja, Komplimente. Die ist, hat sie einen richtig guten Tag wahrscheinlich. Tolles Kompliment gekriegt. Da freut man sich doch gleich. Über Komplimente freut sich jeder. Auch wir Männer, ne? Es ist nicht nur so, dass Frauen sich über Komplimente freuen, hier liegt der Dreckbrocken rum, sondern auch wir Männer freuen uns über Komplimente. Und ich dachte eben, da hinten steht ein Zombie, aber das ist der Baum gewesen. Sah so aus wie Arme, tatsächlich. Ja, hier an der Dunkelwacht geht es natürlich auch weiter. Was haben wir denn in Holz? Wir haben natürlich hiervon was, das könnten wir eigentlich auch nehmen. Das ist Tropenholz. Ja. Warte mal, ich habe da nämlich so eine Idee, so einen düsteren Plan, eine verwegene Idee. Moment mal. Und der Matrix-Schlange hat auch geschrieben, ich soll unbedingt mal in meinem Postfach gucken. Ja, ich bin natürlich jetzt hier gerade an der Prunkallee, an der Kronenhauptallee am Bauen. Mal gucken, was unsere Tante hier macht. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen abgegrenzt, die vielleicht schon erwachsen geworden ist. Eigentlich können wir die ja befreien, ne? Aber dann springt die uns hier rüber, das können wir also nicht... Nein, nicht zu danken. Ich mache immer gern mal ein Kompliment. Nein, der Speisesaal ist nämlich geöffnet. Verdammt. Erstmal hier, muss ich mal am Tisch kloppen. Die haben alle übelsten Schmacht. Und schaut mal. Hier haben wir nämlich jetzt schon einmal ein bisschen ausgebaut, das Ganze.
Dann würde ich das vielleicht hier sogar noch einen rausheben. Ich habe nämlich was vor. Ist jetzt nichts Tolles, aber vielleicht ganz lustig. Passt mal auf. So eine indirekte Beleuchtung hier reinbauen. Einfach. Passt mal auf. Ja, da oben ist schon die Hölle los. Wir haben Schmacht, brüllen die. Wir haben Schmacht. Opa macht den Speisesaal auf. Und was könnte in so einem Speisesaal, der eigentlich ursprünglich eher für die Kranken gedacht ist, was könnte da rein? Was könnte da rein? Man könnte das natürlich hier auch sehr schön... Ich wollte das jetzt so indirekt beleuchten, ne? Also hier sozusagen Fackeln rein. Oder noch indirekter wären natürlich dann hier die Fackeln hin. Dann sieht man die gar nicht. Und dann wollte ich hier Holz einsetzen. Und zwar in Form von Stufen. Ihr kennt das ja vielleicht noch. Das hatte ich ja schon mal gemacht irgendwo. Ich glaube, beim Hundsgrab TV-Studio war das. So. Einfach hier so, ne? Dann hat man da so ein Lochmuster im Endeffekt. So, schaut mal. Ja. Und oben machen wir nämlich dann auch Holz unter die Decke. Seht ihr, dann hat man hier so ein Lochmuster. Man kann natürlich auch sagen, man setzt diese Stufen jetzt. Mal sehen, was besser aussieht. Mal sehen, was besser aussieht. Andersrum hin. Meine Güte, macht doch hier nicht so einen Lärm. Es gibt doch Ärger mit den Nachbarn. So, ich glaube, das sieht nicht gut aus. weniger. Das sah vorher schon besser aus, ne? Wir können ja ein bisschen was ausprobieren. Wir probieren einfach noch ein bisschen was aus. Mit den Mustern hier. Was natürlich auch geht, wäre so. Und macht euch das genauso wahnsinnig wie mich oder bin ich da überempfindlich? Nee, das geht nicht, weil dann haben wir hier keine Lücke zwischen. Das geht nicht. Ich glaube, da war die erste Lösung war die beste, oder? Man könnte natürlich auch, passt mal auf, das ist auch noch eine Möglichkeit. So und so, der war falsch. Ja, passt mal auf. der war falsch. Wo ist die Axt da? Die machen mich wahnsinnig. Sie machen mich dezent nervös, könnte man auch sagen. Jetzt kommen die auch noch runter, oder? Nee. So, und jetzt könnte man hier, ja, passt mal auf. Da jetzt Stufen zwischen machen würde. Was denn hier los? Haltet Ruhe. Ist da schon wieder ein Kleinkind irgendwo? Schon wieder Nachwuchs gegeben? Wahrscheinlich. Die machen wir mal zu. Die Klappe zur Rezeption. Hier steht es jetzt auch. Hundsgraber Hotel. Oh Gott, Hotel mit Doppel-L. Ich schreib's nochmal. Also. Hundsgraber. Und dann hatte ich hier zwei Sterne gemacht oder so. War das so? Genau. Ist nämlich nur ein Zwei-Sterne-Hotel, ist also nicht so was ganz Tolles. Hotel. Das hat mal so geschrieben, genau. Hotel. Und dann nochmal zwei Sternchen. Und dann, das Hotel heißt der Heimkehrer. Der Heimkehrer. Da. Zwei-Sterne-Hotel. Schon ganz ordentlich. Oben hat sie auch einen Bereich, der wirklich teuer ist. Und schaut mal, hier ist nur noch ein einziges Schaf, was nicht hier rausgehüpft ist aus dem Gatter. Also diese eigentlich ja Schafsgatter sind überhaupt nicht geeignet für Schafe. Das ist die Erkenntnis. Und hier haben wir tatsächlich noch hier was von. Das ist doch gut. So, weiter geht's im Kellerausbau. Ich glaube, wenn wir das mit so Halbstufen machen, sieht das besser aus mit dieser indirekten Beleuchtung. Zack, zack und zack. Schaut mal. Nee, sah vorher besser aus. Ich mach's nochmal, wie es vorher war. Ich glaube, mit Dreierfeldern wirkt das sowieso nicht. Da wirkt das sowieso nicht. Man könnte auch hier jetzt irgendwie, das würde auch gehen, wenn wir die Decke jetzt nämlich hier aus sowas machen. Na, wir müssen das ja auch vertäfeln. Decke wird natürlich hier richtig schön vertäfelt. So, sagen wir mal. Das wäre jetzt die Deckenvertäfelung. Und dann könnte man jetzt hier auch zum Beispiel... Moment, haben wir noch normales Fichtenholz?
Nicht Fichte, sondern Eichen, Eichenholz. Ich muss immer ein bisschen was ausprobieren. Man muss immer ausprobieren, Freunde. Das dürft ihr nie vergessen. Ja, da können wir natürlich auch Glas zwischensetzen. Haben wir noch gelbe Farbe da? Gelb direkt nicht. Glas haben wir natürlich noch da. Oder man macht hier einfach so... Was haben wir denn hier? Eichenlaub? Tropenlaub. Eichenlaub, Tropenlaub. Tropenlaub ist auch immer sehr schön. Ich lege mich jetzt mal hin. Wir schlafen erstmal eine Runde. Also soll natürlich ein bisschen schick sein, das Ganze. Ein Schluck getrunken und schon geht's munter weiter ins Werk. Tropenlaub haben wir mehr von da, deshalb nehmen wir das. Weil jetzt extra nochmal nach Kunstgrab reineilen, wäre ja auch Quatsch. Wir haben aber hier noch Holz von da, das ist sehr gut. Und wir haben aber kein Tropenholz mehr da, na gut. Deckenvertäfelung und Fußbodenvertäfelung in einem. Ab im Keller. Hier ist richtig was los und hier hat einer eine Scheibe hingesetzt. Wer war das denn, wer war das denn? Das rauskriege, dann ist hier was los. So, Freunde. Und wenn wir jetzt hier nämlich eventuell den wegnehmen würden und würden jetzt hier so einen schönen Busch reinsetzen. Den können wir natürlich nicht da stehen lassen, weil sonst gerät uns hier alles in Brand. Oder wir setzen ihn einfach hier rein. Gut, der käme dann da weg. Da käme dann schon mal Eiche hin. Moment. So. Dann nehmen wir nämlich so ein Muster hier in die Decke. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, ne? Soll also nichts übertrieben werden, um Gottes Himmels Willen. So. Das sieht auf jeden Fall gut aus von der Deckenvertäfelung, sage ich mal. Sage ich jetzt einfach mal so. Und dann würde hier nämlich dann auch wieder diese Art hinkommen. Das passt dann auch wieder zu dem Gelb von dem Balken. Und hier drüben kommen wir auch pünktlich an. Da könnte sich die Bahn mal ein Urteil von erlauben. So, und dann können wir nämlich hier schön noch Laub zwischenmachen. Dann haben wir hier so ein schönes Muster in den einzelnen Fragmenten. Gut, hier sieht das dann wahrscheinlich nicht ganz so gut aus, weil dahinter kein Platz ist. Ah, noch ein Lied von dem. Ich glaube, unser Kapellmeister ist da echt sehr begeistert von dem, von der Art der Musik. Von dem, wie heißt er nochmal? Jason Saw. Jason Saw. Also, wer sich das merken will und wer nicht, der braucht es auch nicht. Dann können wir hier nämlich auch wieder ein bisschen Laub zwischenmachen. So, schön. Ja, das sieht doch schon sehr hotelmäßig aus. Hier oben kommt natürlich dann wieder ihr wisst schon, Verkleidung, Vertäfelung. Also, wir verkleiden die Decke ja nicht, sondern die wird vertäfelt. Ganz nobel. Und da bleiben wir dann auch schön bei der Aussage vom Delfino, dass wir doch hier eine angenehme Holzvertäfelung reinmachen sollen. Vielleicht hier im vorderen Bereich nicht. Da kann das, glaube ich, ruhig Stein bleiben. Aber bis hierhin würde ich das dann schon durchziehen. Und das gleiche natürlich dann auch nochmal am Boden, den wir dann natürlich noch ausgraben müssten. Ja, und wie machen wir das hier? Ich glaube, da setzen wir jetzt wieder Stein rein. Stein rein, genau. So. Und hier könnten wir ja Platz für ein großes Gemälde schaffen oder sowas. Da müssen wir uns noch was überlegen. Auf jeden Fall kommt das auf die Seite auch mit den, so wie wir es da haben, würde ich sagen. Kann die Fackel nämlich weg. Vorsicht, dass uns keine Monster spawnen. Dann müssen wir hier dicht machen, damit wir das Restaurant langsam eröffnen können. Die Gäste treten uns die Tür ein, könnte man fast sagen. Die Neueröffnung steht kurz bevor. Die Gäste treten dem Restaurantbesitzer die Tür ein. Das ist schon echt schlimm, auch. So, hier kommen Fackeln hin. Zack. Und ich höre auch immer Kleinkinder auch, die wollen natürlich auch was essen. Ganz klarer Fall. Und ich werde mal sehen, dass ich den Sound von den Typen ein bisschen runterdrehe. Jetzt zu Beginn dieser Folge. Oder überhaupt während der ganzen Folge wahrscheinlich. Denn die Bürgerpopulation ist hier wirklich beträchtlich. So. Okay. Ja gut, man kann das auch so machen. Nee, dann lassen wir da lieber einen frei. So. Und dann kommt hier nämlich die Wandvertäfelung durchgezogen. Einfach. Ja, sowas hält auf. Sowas hält auf, liebe Leute. Ich finde das klasse, dass ihr euch momentan meldet, wenn ihr auch schon länger dabei wart. Das ist gut und das gibt mir neuen Mut. Neuen Mut weiterzumachen und hier mit den Chroniken und zu wissen, dass ihr da immer noch Bock drauf habt. Das ist mir wichtig. So, dann können wir hier eventuell nochmal so einen Rahmen rumziehen. Und hier hätten wir dann den Platz für große Gemälde etc. Ich guck gleich mal nach den Bürgern, das geht nicht so weiter.
Hier muss natürlich irgendwie noch Beleuchtung rein. So, nur erstmal notdürftig. Weil hier ist doch Beleuchtung drin. Da habe ich die Fackeln reingesetzt. Ist es nicht hell genug? Monster spawnen hier noch keine. Das ist gut. Das ist auch gut. Und wir holen uns mal eine neue Schaufel und Glas. Weil hier brauchen wir dickes Glas. Sonst rennen die uns hier alles kaputt. Oder ist es vielleicht, ist die Tante immer noch... Nee, die ist schon groß geworden. Wo ist denn hier so viel los, bitte? Sind hier überall, die belegen hier die ganzen Zimmer. Na, ist hier auch irgendwo ein klein wüchsiger? Ich höre den doch die ganze Zeit. Schaut euch das an, die belegen die ganzen Zimmer. Von der Seite hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Ihr seht, da sind jetzt hier hinten auch dieser Ausbau. Und hier ganz hinten ist jetzt ein kleiner Garten hingekommen. Warum die Gebäude auf der Seite so flach sind und so ohne Ausbauten und so, ist klar. Weil hier nebenan natürlich gleich schon wieder das nächste Gebäude hinkommt, damit die dann hinterher dicht an dicht in dieser Straße stehen. Das ist die Hauptsache. Ich wollte Glas holen. Das ist die Hauptsache. Und damit man dann tatsächlich den Eindruck hat, wenn man durch diese Straße geht, dass man durch so eine Straßenschlucht geht. Und wer dann denkt, das sind ja eh alles nur Fassaden, der hat sich geschnitten. Denn der wird sehr schnell feststellen, dass die Häuser sogar ausgebaut sind. So ist zumindest unser verwegener Plan. Und so werden wir das auch durchziehen. Endlich mal ein bisschen mehr Ruhe. Ich will mich jetzt aber auch gar nicht mehr so lange um dieses Gebäude kümmern. Wir wollen das jetzt schnellstens fertigstellen, damit wir dann weitermachen können mit dem Turm der Dunkelwächter und dann auch sehr, sehr bald schon mit der großen Reise. Wahrscheinlich werden wir da tatsächlich die Pegasus nehmen, aber lasst euch da mal überraschen. Das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool. Hier können wir schon mal dicht machen. Hier vorne. Dass uns hier schon mal keiner mehr rausspringt. Dann nehmen wir die großen Scheiben hier, ne? Und auch hier werden die großen Scheiben genommen. Schon überlegt, ob wir hier oben noch eine Bahn lang ziehen. Ja, ich glaube, das machen wir. Jetzt wird das Fenster auch zu groß, zu kostspielig für die Staatskasse. So, da hat man immer noch einen wunderbaren Ausblick. Ne? Immer noch einen super Ausblick, unsere Dorfbewohner hier. So, jetzt ziehen wir erstmal einmal rüber. Dann können die ja schon mal nicht mehr raus. Allerdings ist mir das noch ein bisschen unsicher. Zumindest hier in dem vorderen Bereich. So. Jetzt können sie ja hier eigentlich nicht mehr raus, ne? Sie können zwar rüber gucken. Klar, es würde auch theoretisch reichen, wenn man hier dann so eine dünne Scheibe reinmacht. Aber nee, da will ich schon ein richtig großes Fenster mit dickem Glas haben. Falls da mal ein Monster kommt, dass das uns nicht gleich die Scheibe einkloppen kann. Das möchte ich nicht. Gut, die Decke ziehen wir ja auch weiter durch. Da haben wir auch noch die passenden Bretter parat. Okay. Und hier kommt wieder Tropenholz hin. Das sind also für alle, die es nicht so wissen, die vielleicht noch nicht so lange Minecraft spielen, gibt es ja auch viel. Ja, hier mal die Schaufel, genau. Die brauchten wir jetzt ja, um hier aufzuwühlen, den Boden aufzuwühlen. Oh, oh Mist. Nicht, dass da einer durchfällt. Warte, schnell, schnell zumachen. Zack. Oh. Gefahr. Gefahr im Vollzuge. Hier dürfen wir also nicht mehr so weit buddeln. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass uns hier die Burger runterplumpsen. Auf den Chattel eventuell drauf. Und ich möchte auf jeden Fall in dieser Folge noch hier unten eröffnen. Deshalb kann es sein, dass die vielleicht einen ganz, ganz winzig kleinen Tuck, aber das kennt er ja auch nicht anders von mir. So, die brauchen wir erstmal nicht. Und wenn ich sage, die brauchen wir erstmal nicht, werden wir die in 2 Sekunden spätestens brauchen. Auch das solltet ihr langsam wissen. So, wie war das? 19, das reicht noch für ein Feld auf jeden Fall. So, so, so und so. Und upsa. Und das passt auch. Sehr schön. Sehr schön, da kann dann wieder Bäume dazwischen. Und wisst ihr was, wir haben die Bäume hier nach vorne gesetzt und hier mal nach hinten gesetzt, total platt. Und so gehen sie auch kaputt, ne? Also wenn man die direkt mit der Stufe... Wenn ihr mit der Stufe auf einem Baum eindrescht, merkt euch das, liebe Leute, dann ist dieser Baum auch manchmal tot. So. Das ist so ein schönes Ambiente. Mit dem habe ich so noch in der Form noch gar nie gemacht, glaube ich. Glaube ich. Oder könnte doch sein. Doch, ich glaube, bei der Bürgermeistervilla habe ich das mal so ähnlich gemacht. So, okay. Hier kommt wieder normales Holz rein. Das können wir auch bis dahinter pflanzen. So, dann fällt das doch gar nicht so auf. Hier auch nochmal normal. Und hier kommt nochmal das schöne rote Holz hin. Ja, das hat's doch schon mal.
Was wir hier jetzt hin machen, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil da haben wir hier die Treppe. Wir können da theoretisch zur Küche gehen oder so. Weil hier muss natürlich Treppenstufen hin und keine Klötze. Oh, ist es so ruhig geworden? Pennen die etwa alle schon? Ist Nacht? Moment. Ich höre das doch am Verhalten meiner Dorfbewohner, ob es schon Nacht ist. Nee, ist noch nicht Nacht. Wahrscheinlich gerade Mittagsschlaf oder so. Wir gucken mal. Was ist denn los, Leute? Schon dunkel? Ach, du bist hier die neue Oberkellnerin? Das ist aber schön. Gefällt mir aber. Also Oberkellnerin ja nicht. Die ist dann die Empfangsdame, sagt man ja auch, glaube ich. Ich weiß nicht, bin ich so oft in Hotels? Seid ihr oft in Hotels? Nächtigt ihr oft in Hotels? Bei mir ist es eher selten. Pass mal auf, wir machen mal Teppich hier ganz kurz. Seht ihr, es wird aber schon dunkel. Legen sich heute anscheinend früh hin. Hä? Ah, sowas, ja. 6, das dürfte reichen, ne? Schaffen wir noch schnell, los. Das machen wir noch schnell, ehe wir schlafen gehen. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal raus. Wir müssen noch Mut beweisen. Und die Empfangsdame ist weg. Ah, verdammt. Ja, so kann es gehen. Eben war sie noch da, jetzt ist sie weg. Kommen hier nämlich schwarze Teppiche drauf. Dann kann hier die Fackel nicht mehr bleiben. Ist die einen höher. Na gut. Und hier auch. Hat was Nobles mit schwarzen Teppichen auf jeden Fall. Ah, guck mal. Da bist du. Hast dich unter dem Rock versteckt von der Empfangsdame. So. So einer bist du. Jetzt wird's aber schnell dunkel. Gute Nacht. Im Andenken an die schwarzen Schafe von der Dunkelwacht ist das natürlich. Oh wei. Von der Dunkelwacht. So, Freunde. Wir haben aber schon wieder viel zu viel Zeit vertrödelt. Wo ist Holz? Wo ist Holz? Hier ist Holz. Und zwar Eichenholz. Da. Für den Fußboden, wisst ihr ja, ne? Ehe wir eröffnen können. Und wir gucken gleich mal, ob die Scheiben fertig sind. Ja, 27 Stück, sehr gut. Dann können wir zumindest schon mal eröffnen. Aber ich möchte nicht eröffnen, bevor ich... Ja, du kannst da ruhig rein. Ist der Kleine immer noch hinterm Tresen? Nö, der ist ja gar nicht mehr. Okay, dann ist das halt so. Dann machen wir hier wieder auf. Und hier ist noch nicht eröffnet, nein. Mein Gott, sind die aufdringlich. Wollen unbedingt hier rein was essen. Dabei haben wir noch gar nichts zu futtern da. Ja, was könnte es in so einem Heimkehrer-Hotel an Essen geben? Das ist natürlich eine gute Frage. Tja. Wahrscheinlich erstmal was Gesundes. Denke ich mal zumindest. Was Gesundes. Irgendwie, keine Ahnung, Pommes. aber Kartoffeln, ne? Kartoffeln und Möhren. Auf jeden Fall. Also Backkartoffeln und Möhren sind gesund. Sind gut bei Erkältung und sowas und alles. Dann kann das ja nichts schaden. So, komm auf Fackeln rein. Kartoffeln und Möhren. Und was ist noch gesund? Kekse? Nein. Kekse sind nicht besonders gesund. Das ist vor allen Dingen falsch. Aber man kann das natürlich so gestalten. Ja, ist jetzt ziemlich moderne Kunst. Hat aber was irgendwie zu dem Aufgang hier. Den kann man noch so ein bisschen abrunden. Ne? Dann ist es noch ein bisschen stylischer. Und hier kommt natürlich jetzt noch Fußboden rein. Das ist ganz wichtig. Und den heben wir jetzt mal aus. Dann können wir hier öffnen, endlich. Ich glaube aber fast, dass wir nicht genug... Ja, und da ist die Stelle, wo ich die nicht mehr habe. Wo ich sie nicht mehr alle habe. Die ist ganz oft die Stelle. Nein, die Stelle, wo ich die Spitzhacke brauche. So, Freunde. 24 Minuten. Okay, alles noch im Rahmen. Alles noch im Rahmen des Möglichen. So, hier einmal rum. Und den Fußboden machen wir den jetzt genauso wie die Decke, auch so gestreift. Oder machen wir den in einem anderen Muster? Ich glaube, hier legen wir Teppich rein, sowieso. Das heißt, wir machen Holzfußboden und dann legen wir Teppich hier rein. Oder so. Erstmal einen Holzfußboden reinknüppeln aus Fichtenholz, Eichenholz. Eiche ist immer sehr, Eiche ist ja normal ein sehr dunkles Holz. Bei Minecraft ist es aber komischerweise ein sehr helles Holz. Ha. Merkwürdig. So. Und hier in der Mitte könnte ein Kronleuchter, damit das Ganze auch ordentlich erhellt ist. Und dann können wir hier Neueröffnung feiern. Wir haben, das haben wir dabei. Passt mal auf. Da machen wir erstmal jetzt hier, einen Doppelring. Da haben wir nicht genug für, ne? Wir haben nur noch 28.
Und zwei. Ne, es reicht im Leben nicht. Da machen wir jetzt erstmal nochmal Eichenholz rein. Wir müssen uns hier eilen. Wir dürfen hier nicht zu viel auf den guten Stil verwenden. Sondern müssen jetzt hier richtig reinklotzen. Denn ihr hört, die Leute verschmachten. In der nächsten Folge werden wir uns dann um Essen kümmern. Und das ist ein gutes Thema, denn ich habe noch einen ganz besonderen Plan. Einen ganz besonderen Plan, was Essen angeht. So. Dafür können wir uns dann noch ein bisschen Holz besorgen. Eventuell. Aber erstmal knüppeln wir jetzt hier, Gott, erstmal einen normalen Fußboden rein. Dunkel dürfte es ja eigentlich nicht sein. Wir haben auch nur noch zwei Eichenholz. Na klasse. Na klasse. Aber passt mal auf. In der Not frisst der Teufel auch die Fliege. Dann machen wir jetzt einfach mal so. Und da kann man auch mal, ne, es ist ja so, wenn das Baumaterial gering wird oder wenn man da zu wenig von hat, dann muss man improvisieren. Und dann ist der wahre Künstler, oh, der wahre Künstler gefragt, wenn es nämlich dann im Endeffekt ums Improvisieren geht. Und da interessiert es hinterher auch keinen Menschen, dass der Fußboden eigentlich hohl ist. Da sammeln sich zwar eventuell Mäuse drunter, die dann, oh Mist, die dann eventuell die Krümel wegfressen, die runterfallen von den Gästen. Aber naja, das stört doch keinen großen Geist. Na, man hört dann immer mal das Gekraspel unter den Tischen und dann guckt man und denkt, Mäuse? Nein, sind gar keine da. Muss ich vielleicht mit dem Kopfdoktor. Schaut mal. Und hier hinten kommt ein großer Platz für ein Gemälde rein. Und das Schöne ist, wir können, glaube ich, jetzt eröffnen. Das heißt, hier müssen wir noch schnell dicht machen mit Sand. Und dann können wir endlich eröffnen. Oh Gott, die laufen mir jetzt schon die Bude ein. Da wird gleich die Hölle los sein. Und dann gibt es nichts zu essen. Und wir haben noch keine Tische. Alles nur Imbiss. Egal, wir öffnen. Wir öffnen. Alles noch schnell hier vorbereitet. In letzter Sekunde sozusagen. Hier noch mit Sand. Alles noch ein bisschen provisorisch. Okay, Leute, ist eröffnet. Ihr könnt reinkommen. So, so und so. Die Kellerbar ist eröffnet. Und jetzt befreien wir auch unsere Dorfbewohnerin hier. So, du bist auch frei. Und die Tür ist auch wieder frei. Alles klar. Hier geht's runter in den Keller-Speisesaal. Da hinten müssen wir noch alles schön machen, auch mit diesem Holz. Dafür müssen wir in der nächsten Folge gleich nochmal in den Dschungel. Und müssen noch ein bisschen Tropenholz holen. Und wir müssen für Essen sorgen. Und da schreibt mir bitte mal in die Kommentare, was es alles Gesundes an Essen bei Minecraft gibt, was wir den Dorfbewohnern andrehen können. Diesen sehr von Krankheit geschundenen Kameraden hier im Gasthof der Heimkehrer, die jetzt auch schon wieder ein Baby gekriegt haben. Naja, so ist das. Liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und bis morgen.